Werder Bremen verlor im Münchner Olympiastadion schon früh zwei wichtige Spieler. Dieter Alz durch Innenbandriss nach wenigen Minuten und hier Mario Basler, zuletzt auch einer der Stützen, nach Platzverweis nach diesem Foulspiel gegen Mehmet Scholl. Der FC Bayern gewann durch zwei herrliche Tore. Der schönste Spielzug des gesamten Matches führte zum Führungstreffer. Christian Nehrlinger in der 47. Minute das 1:0. Was sagt der Kaiser? Das ist Fußball. Recht hat er. Aus dem Raritätenkabinett das zweite Tor. Reck auf Helmer. Und dicker Schnitzer von Brazet. Geschenk für Valencia. Der spielt Bande mit Reck. Endstand 2:0.